So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lutz Enger und ich begrüße euch im Namen von zum Neues TV ganz herzlich heute Abend. Wir übertragen heute den GSMF Cup, wie immer, wenn wir montags mal hier auf Sendung sind, mit mir am Mikrofon. Und wir warten natürlich auch noch auf den eigentlich viel wichtigeren Kommentator, nämlich Jens Burkott. Der hat geschrieben, er kommt gleich, was auch immer das bei ihm bedeutet. Das war 19.23 Uhr, jetzt haben wir es 19.30 Uhr, also wir wissen schon mal, gleich bedeutet mindestens 7 Minuten. Das ist jetzt auch kein Riesenproblem, das kriegen wir auch erstmal für den Anfang hier alleine hin. Wir sind heute in Sandfort und naja, da brauchen wir glaube ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Schön rund alles, uneinsehbare Kurven, ja, wenig Überholmöglichkeiten, also es wird spannend, definitiv. Und wir haben vielleicht von denen, die wir so normalerweise, upsala, ja, ich habe hier, ich sehe was, was ihr noch nicht seht. Naja, gut, lassen wir das. Ja, wir haben ein bisschen noch was in der Meisterschaft zu entscheiden und da kommt noch ein bisschen was, also noch nicht so ganz am Ende. Und ihr seht es vielleicht hier unten in der Grafik. Wir sind im 11. von 15 Läufen, also mit diesem gibt es noch 5 Renntage, das sind insgesamt 10 Rennen. Wir fahren hier 2x 20 Minuten und an jedem Renntag und da gibt es auch jedes Mal volle Punkte. Also da geht noch ein bisschen was, aber klar zeichnen sich so langsam die Favoriten oder der Favorit ab, der schon gut Punkte Vorsprung hat. Also werden wir mal sehen, was passiert. Und ja, jetzt fahren wir mal auf den Jens und dass in Kürze das Qualifying beginnt. Weil das sollte es nämlich jetzt tun. Wir schalten jetzt mal so langsam auf die Strecke hier in die Boxengasse. Also ein bisschen was sehen wir da schon. Aber naja, mal gucken, ob die Herrschaften sich jetzt dazu durchringen, hier etwas vernehmen. Letzten Donnerstag haben wir ja hier auch in der Race Day Speed Association den zweiten Lauf der Sommersaison übertragen und da war es ein bisschen zäh, also ungewohnt, wenig passiert. Hoppala, was ist denn da los? Da wurde einer nach oben geschossen. Ja, da hat man mal wieder mit der Strecke nicht aufgepasst, würde ich sagen. Aber unsere, zumindest unsere Favoriten, die sind dabei hier heute. So, jetzt passiert was. Jetzt wird hier weitergeschaltet. Und wer das so alles im Einzelnen ist, das werden wir nachher noch erzählen, wenn wir hier im Warm-up, natürlich auch schon während des Qualifyings, wird es da so Infos geben. Und wir hatten ja das letzte Mal ein ziemlich, das vorletzte Mal einen ziemlich spannenden Lauf. Oder einen ziemlich spannenden Renntag, der ja auch auf Facebook ziemlich viel Beachtung fand. Klar, es geht hier immer verdammt eng zu und verdammt spannend, auch wenn wir heute nur 15, also eigentlich müssten 16 Fahrzeuge werden. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, vorhin war da noch jemand, der jetzt nicht mehr da ist. Aber wie auch immer, und jetzt guckt euch das an, da will jeder der Erste sein, unglaublich, dass die erstmal warten bei den paar Autos. Aber gut. Und letztes Mal konnten weder Jens noch ich hier den Broadcast machen. Ich sehe jetzt gerade, der ist da, der Knabe. Und der räuspert sich normalerweise, kommt und sagt, nimm mich doch endlich dran. Hallo Jens! Ich bin doch gar nicht wirklich da. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist ja fantastisch. Also wir waren pünktlich und du nur 3 Minuten zu spät. Also alles wunderbar. Mal gut hinbekommen. Ja, wow. Das war auch eine ganz schöne Hetzerei jetzt. Aber schön. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir hier sind. Und freuen uns immer auf einen schönen Abend, oder? Ja, genau. Genau. Also dann ist jetzt schon, war gerade dabei, mich so ein bisschen fürs letzte Mal zu entschuldigen, dass wir nicht broadcasten konnten. Und es ging einfach nicht. Es war nicht zu machen. Das können wir auch zweimal machen, aber gut. Was? Uns dafür zu entschuldigen. Ja, genau. Also das war das erste Mal, seitdem ich hier broadcaste, dass ein Lauf ausgefallen ist. Bisher haben wir immer irgendeinen Ersatz gefunden. Entweder hat Jens alleine gebroadcastet oder ich alleine. Aber diesmal ging es wirklich bei beiden nicht. Und naja, wir haben auch das Phänomen momentan, dass wir
montags bei Simmers TV derart ausgebucht sind, dienstags auch und donnerstags und weiß ich nicht was, also sämtliche PCs belegt. Und dankenswerterweise hat Jens heute seinen Privat-PC noch zur Verfügung gestellt, sonst hätten wir heute auch wieder irgendwie, ja, ich will jetzt das böse Wort nicht sagen, aber so eine Karte gehabt, so eine A-Karte. Und ja, also es ist leider Gottes wirklich, ja. Was heißt leider Gottes, eigentlich können wir uns ja drüber freuen, aber letztendlich für uns hier ist es natürlich sehr bedauernswert, dass wir hier letztes Mal das Rennen nicht übertragen konnten. So, aufgrund dessen, dass wir mal heute woanders anders sind, gib mir mal bitte die IP-Adresse, wenn du sie zur Hand hast, oder schreibst du mir einfach. Gut, dein PC. Gib doch einfach auf dein Notebook ein, meine IP-Adresse. Ich jetzt, wo du es so sagst, ne? Stimmt. Ich bin ja irgendwie in allem Gleiche drin. Alles da. Ja. Und wenn du deswegen des Monitors haben willst, dann ist es der Standardport. Ja, ich muss hier alles gerade noch anschmeißen. Mhm. Oder gehst du auch mit RAD rauf? Nee, ne? Das wäre ja ziemlich blöd. Das wäre vollkommen überflüssig, weil ich brauche nur meinen Kopf bewegen. Ja, genau. So, die Herrschaften sind jetzt mal noch so in den Runden, wo es jetzt irgendwann mal Zeiten gibt. Das heißt, die fahren jetzt an ihre gezeiteten Runden. Und da, oh, was ist hier passiert? Hat der Herr Rückert einen neuen Skin? Ja, da gab es einen Sponsorwechsel. Ja, damals der Hauptsponsor ist ja abgestiegen. Also von daher. Oder wie sind sie? Ich weiß gar nicht. Das ist was, da sollten wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal drauf rumreiten. Ja. Freuen wir uns einfach, dass der Christian erstklassig fährt, oder? Naja, genau. Genau. Wie ist er jetzt bei Hertha BSC oder was? Ja, egal. Wurscht. Genau. Das ist also schön. Jetzt habe ich meine Rille gepustet, sie neben dem Monitor gelegt und mich gefragt, warum ich nicht wirklich sehen kann. Super. Hast du eine Brille? Hey, ich bin über 40, da braucht man schon mal Lesebrillen. Ja, ich bin über 50, ich brauche keine. Da braucht man dann keine mehr in deinem Alter, das ist richtig. Da gleicht sich das wieder aus. Ja, nah und fern, mein Lieber. Ja. So. Ja, das ist natürlich bedauernswert, ja. Gut, lassen wir das jetzt, aber Rückert haut hier schon mal Zeiten raus, weil ich glaube, Mario Schili hat schon mal eine Bestzeit markiert, aber Rückert hier jetzt in seiner Runde schon mal eine halbe Sekunde schneller im zweiten Sektor und wollen wir mal gucken, was hier so, was hier noch so einfällt. Jetzt kommt er jedenfalls gleich über Start und Ziel. Ja, das ist doch recht deutlich. Das würde ich mal so sehen. Ein Zehntel raufgepackt und somit 1:37.110. Könnt ihr auch anwählen, die Nummer. Und um Hilfe bitten, falls ihr euch nicht mehr retten könnt vor Spannung. Das ist heute Abend sicherlich im Rahmen des Möglichen. So. Dennis Erner auf 2 noch gefahren. Und der Rückert legt hier nochmal 4 Zehntel drauf im ersten Sektor. Uiuiui, oh, das dürfte jetzt. Hast du diesen auch Sprung gesehen? Ja, ja. Ja, vor allem hat er die Karre auch noch gehalten gekriegt. Ich meine, er wird Zeit verloren haben, weil das Auto hat deutlich quer gestanden. Das war, glaube ich, das, was Röll mit den Fliegen an Seitenfenstern meinte. Mhm, genau. Ja, einen neuen Starter haben wir hier heute auch. Der Kevin Ohm. Ja, genau. Ja. Gibt's eine Premiere hier? Ja. War der nicht, ist der nicht schon bei dir mitgefahren? Nein, das war Kevin Flitsch. Nee, den wüsste ich. Meint, den habe ich schon irgendwo gesehen, den Kevin Ohm. Ja, scheint jetzt kein Unbekannter zu sein, also die Jungs kannten ihn teilweise. Mhm. So. Aus irgendwelchen Gründen kann ich hier aber keine. Achso, man muss das Fenster aktiv machen, dann geht's auch. So, Mario Schini, irgendwas habe ich da eben grün blinken sehen. Ja, ich bin jetzt aber persönliche sicher. Bestzeit im ersten Sektor. Nee, das ist Gesamtbestzeit. Boah, und jetzt versaut er es. Ja. Ja.
Ich befürchte mal, das wird jetzt gelb, das nächste Schildchen. Oder ja, Box, er kommt ja auch in die Box, ja. So, René Herzig hat es wenigstens bisher auf den dritten Platz geschafft. Das haben wir im freien Training eben ganz anders gesehen. Da ist er nämlich auf 7 rumgegurkt. Hui. Ja, ja, gut, das kann auch so ein bisschen Mauern sein. Naja, gut, also Leute. Und Dennis Erner, 2000. Ersten Sektor. Ich muss mal hier raus. Ich krieg gerade einen herzlichen Anruf. Gut, das ist halt noch den kurzen Aussetzer. Ich übernehme mal hier Dennis Erner. Ganz knapp ein Vorsprung im ersten Sektor. Jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Sektor Messpunkt und da ist der Rückstand dann schon ziemlich deutlich. Und das Ganze wird jetzt sehen, wo der Fehler war, aber er hat dann doch dann mächtig Zeit verloren. Gucken wir uns doch mal an, wo das jetzt hier endet. Ja, Platz 4, da bleibt er unverändert. Hat sich nicht verbessert. Ich gehe mal die Zeiten hier so durch. Ob ich noch irgendjemand auf der Strecke sehe, der schneller unterwegs ist. Ah, vom Fred, da können wir glaube ich noch ein bisschen was erwarten. Ah, P5 immer noch an der gleichen Stelle. Allerdings ist näher rangerückt, jetzt 18.000 hinterm Dennis Erner. Kevin Ohm ist leider gerade raus. Ich hoffe, er kommt auch wieder. Ja, der Fred bricht jetzt hier auch ab. Schauen wir mal weiter durch. Krüger an der Box. Enrico geht gerade auf seine Stelle rund und die nehmen wir dann doch mal direkt mit. 6 Satzmannshausen, den habe ich natürlich gerade nicht erwischt, ist gerade vorgefahren auf die 6. Damit haben wir jetzt die ersten 8 innerhalb von einer Sekunde. Sektor von dem Rico jetzt nicht so wirklich überragend. Da war er selber auch schon mal fast 13 schneller. Schauen wir trotzdem mal bis zum zweiten Sektor Messpunkt. Hat sich da noch was verändert? 5 Minuten haben wir noch. Und wenig Betrieb auf der Strecke gerade. Hast du jetzt die ganze Zeit nichts gesagt oder ist gerade Pause? Ich habe die ganze Zeit gesprochen, habe es gerade nochmal eine Kunstpause eingelegt. Also. Weil es passiert gerade nicht viel. Ich habe gerade den Enrico im Bild. Aber denk mal, die Zeiten sind hier gesetzt. Es sind zwar noch 4,5 Minuten, aber so wirklich viel passiert hier gerade nicht mehr. Jetzt machen wir die Runde mit dem Enrico auch noch zu Ende. Auch wenn es definitiv keine Verbesserung geben wird. Wer fährt denn dahinter? Der Dix Sassmannshausen. Eventuell könnte es noch spannend werden bei Michael Wirtz, aber ich glaube, der, ja, genau, auf der 7. Ups, Herr Sassmannshausen. Genau, weil der könnte sich noch verbessern und wenn er die Zeit jetzt ins Ziel bringt, dann den Rückstand. Oh, na! Dann verbessert er sich wirklich. Ist ja jetzt auch noch nicht ganz so wichtig, weil wir haben ja nochmal das zweite Qualifying. Top 10 ist gerade entscheidend. Ja. Da ist dann der Stefan Bäumann. Dann gehen wir da doch mal hin, auf der 11. Genau. Ja, der hat auch nur eine Zehntel Rückstand auf Lars Borkowski. Eben, und das wäre dann Platz 10 und damit ja, das Erreichen des zweiten Qualifyings. Mhm.
Ja, Sandsort wirklich eine wirklich lustige Strecke. Also wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten hier irgendwo zu überholen. Ist alles ziemlich flüssig und dazu noch, ja, wie man sieht, etwas hügelig. Sprunghügelig und uneinsehbar, die Kurven. Also teilweise die Einlenkpunkte echt, ja, die muss man trainiert haben. Und naja, ich habe da so, weiß ich nicht. Doch, eigentlich haben wir mal ganz gute Rennen hier gesehen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Es war entspannt, wir hatten ja letztens unser 10-Jahres-Treffen von der RSA, da waren dann auch Fahrer dabei aus dem ganzen, vom Anfang, da sind wir, keine Ahnung, von 6, 7, 8 Jahren mal eine DTM-Serie gefahren und haben da so alte Filme, alte Rennen an die Wand geschmissen. Und ich stand gerade mit meinem damaligen ärgsten Konkurrenten so nebeneinander, als dieses Rennen anfing und sagte, Mist, Sandford, das hat mich in der ersten Kurve außenrum überholt. Was hat sich so eingebrannt? Und die Szene kam dann auch noch, wir sind das wirklich hier. Die erste Kurve, die zweite, bis hin zu dieser Linksspitzkehre nebeneinander gefahren, also ganz heiß. Also man kann überholen, es dauert nur ein bisschen. Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Stefan jetzt hier macht. Ich habe jetzt hier keine Zwischenzeiten geguckt. Es war aber nichts, also das war jetzt nochmal warm fahren, aber er hat jetzt nochmal mindestens zwei Runden. René Herzig ist auf die 1 gefahren. Nein! Das haben wir jetzt echt nicht gesehen. Gut, ist ja auch noch nicht ganz so wichtig, aber... Ja, eben. Wahrscheinlich schon deswegen. Schon mal eine Hausnummer jetzt hier, mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, das hat sich aber auch gerade wieder erledigt. Ich habe mich schon gewundert, warum der Rückhalt jetzt noch auf der Strecke ist. Aber gut, okay. Das ist wert. So, der Bäumer jetzt mal schnell unterwegs, mit nur 3,5 Zehntel Rückstand. Da geht er auch verdammtes Risiko. Und das rächt sich auch ganz bitterlich. Das war's. Gerade sagen, auch ganz schön am Limit, aber gut, auch sogar ein wenig drüber. Wenn er sich jetzt sputet, schafft er noch eine Runde. Da muss er sich echt beeilen. Das Auto ist ganz geblieben. Ja, dann werden wir das einfach mal beobachten. Dann bleiben wir jetzt mal einfach mal auf ihm. Ich hoffe, der macht da jetzt wirklich Ballett. Sieht so aus. Zumindest sieht es nicht danach aus, als ob er jetzt gemütlich in die Box tuckert. Gut, das wird jetzt sicher keine Bestzeit, aber er hat, wie Jens eben schon sagte, er hat noch eine Runde. Wir sind auf Channel 7, richtig? Wir sind auf Kanal 7, ja. Ja. So, sieht man da nichts? Doch, ich wollte es jetzt nur noch mal ein bisschen weiterreichen. So, jetzt wollen wir mal schauen, weil diese Kurve, wo er eben abgeflogen ist, das ist mit Abstand die heikelste Stelle, haben wir auch einen schönen Sprung vorhin gesehen von Christian Rückert. Das ist wirklich extrem gefährlich, wenn man hier auch nur den kleinsten Fehler macht, ist es, ja, steht, da kommt das Auto quer und dann muss man sehr, sehr viel Glück und sehr, sehr viel Geschick haben. Wir sehen es hier, dass man da sauber durchkommt. Diesmal hat es geklappt. Wahnsinn! Stehenden Rädern. So, gucken wir mal, was die Zeit sagt. 1,4. Das reicht noch. 1,4 reicht noch. Das reicht noch ziemlich gut. Aber gut, jetzt muss er auch noch durch den letzten Sektor kommen. Ja, so schön dicht am Curb. Ja. So, wollen wir mal gucken. Jo. Platz 9. Hat gereicht. Ja, damit hat er
Kevin Ohm bei seiner Premiere erstmal aus dem zweiten Qualifying rausgekickt. Ja. Nach ablaufender Zeit in der letzten Runde. Ist doch mal eine Ansage. Ja. Ja, damit haben wir auf jeden Fall 10 weitere Fahrer fürs nächste Qualifying, die feststehen. Mit der vorläufig schnellsten Zeit hat der Christian Rückert sich dafür qualifiziert, gefolgt von René Herzig. Dann kommt Mario Schilli und Dennis Erner. Man muss dazu sagen, der Dennis hat dann schon wieder eine Sekunde Rückstand, 1,2 auf den Christian. Vorhin waren die ersten 8 innerhalb von einer Sekunde. Also die beiden haben da vorhin gerade nochmal richtig einen rausgehauen. Auf der 5 folgt aktuell Fred Dohnke, gefolgt von Dirk Sassmannshausen, Michael Wirz, Tom Krüger, Stefan Bäumer und Enrico Herzig komplettieren dann die Top 10, die wir jetzt gleich im zweiten Qualifying sehen werden. Auf Platz 11, damit feststehende Startposition, haben wir den Kevin Ohm, Lars Borkowski auf der 12, Kurt Mildenberger auf der 13, Steffen Streble und Maxi Wolter auf 14 und 15, die hatten, glaube ich, Quali-Verbot. So sieht's aus. Obwohl, der Steffen Streblo war draußen. Also der ist irgendwie, hat 2 Runden angefangen, hat aber keine Zeit gefahren. Also ich glaube, es ist nur für den Maxi tatsächlich. Oder er hatte nur eine Runde, durfte er nur fahren. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt kommt auch der letzte rein hier. Zack. Gut. Wenn ich mir die Strecke, ach, da kommt noch einer, wenn ich die Strecke hier so angucke, hätten es auch gar nicht sehr viel mehr Teilnehmer sein dürfen, wenn ich mir die Boxengasse so angucke. Vorhin flog da schon einer durch die Gegend. So. Und weiter geht's. Auf ins zweite Qualifying. Und da geht auch schon wer. Wer ist das hier? Der kriegt die goldenen Ananas. Mario Schilli. So. Was auch immer er sich davon verspricht. Genau. Jetzt müsste der nächste kommen und ihn in den Pops fahren. Da kriegt er schon Lichthupe. Weil er einen Ticken zu spät losgefahren ist. Also unglaublich. Mal beten, dass meine Hardware hier durchhält und nicht wieder abstürzt wie 5 Minuten vorm Rennen. Vom Streamstart. Ja, musste mal einen Ventilator dran stellen oder mal einen Staubsauger reinhalten oder was auch immer. Alles schon probiert, alles schon gemacht, ausgesaugt das Ding und. Es ist, ja, wenn dieser Saftladen, wo wir das neue Notebook bestellt haben, nicht so fürchterlich nervig wäre, dann wäre das wahrscheinlich schon da, aber naja. Ja, ich würde sagen, wir wechseln mal direkt zur dritten Position. Hupsa. Ja. Wenn der Rahmen Mario doch hier als erster auf die Strecke geht, da wollen wir ihm auch mal direkt seine erste Runde zeigen. Oh. Hier die ganz entscheidende Kurve, und ganz viel Schwung auf die Stadt zieht, um eigentlich die einzige wirkliche reale Chance zu überholen. Davon musste hier wirklich gut rauskommen und direkt im Windschatten sein, damit er bis dahinten auch greift. Weil so lang ist es hier nicht. Und da ist eine Kurve. Wie gesagt, hier kann man nebeneinander fahren, das geht. Ja, genau. Das kennen wir ja gut aus der Wintersaison. Und auch diese schöne Links-Rechts-Kombination über die Kuppe, über das Auto ganz leicht. Und da musst du mal warten, bis der Grip wieder kommt. Das Auto so einfedert, damit du dann zusammenbremsen kannst hier für die Spitzkehre. Und dann kommen wir zu der, wie ich finde, absolut heißesten Stelle. Das ist ja eine Vollgaspassage, Berg hoch, Berg runter, über Kuppen. Das ist hier, wie gerade die wilden Sprünge gesehen, wenn du ein bisschen zu weit weg fährst. Also ganz, ganz toll. Und dann bremst du hier schön tief rein, vierter Gang bei den Jungs. Rausbeschleunigen, links mit auf gerade Stellen zusammenbremsen, dann dritter Gang vermutlich, schön den Körper mitnehmen,
wieder hier mit viel Sprung. Und dann haben wir kompliziert es ganz tief rein. Da kannst du so zwei, drei verschiedene Linien fahren. Da kannst du dich auch mal spitz eben einbremsen und dann beim Ausbeschleunigen gehen. Dann überholte und ein bisschen blockieren, damit er dich nicht wieder zurück ausbeschleunigt. Also da geht eventuell noch was, aber da bist du vor diesen Rechtsdruck viel, viel besser erwischen. Dann kommen wir zur langsamsten Stelle, hier so 90 Grad rechts. Das ist eine sehr unrhythmische Stelle, weil da fährst du hier so ganz scharf rechts über den Curbs und musst das Auto wieder sofort links rumwerfen. Und hier musst du warten, bis du wieder Gas geben kannst. Und dann ja, kommen wir schon fast wieder Richtung Start. Hier haben wir jetzt noch einen schnellen Rechtstrick im dritten Gang. Und dann kannst du hier schon wieder aufs Gas treten und versuchen, die Liste hier möglichst voll zu nehmen. Das sieht ja ganz gut aus bei einem GD. Da ist man anders dabei, nicht selber zu fahren. Ja. Hätten wir heute eigentlich machen können. Ja, das ist richtig. So, 1:37.018. Das ist schon mal nicht schlecht. Dafür verhaut er jetzt die nächste. René Herzig, ja, der hat seine Runde wohl verhauen. Gucken wir mal zum Christian. Nee, das ist ja scheiße schon durch. Ja, Christian der macht dann jetzt erstmal 35.000 allerdings nur. Der Dennis auf der 7 ist, glaube ich, doch ganz schnell unterwegs. Der kommt jetzt auf Startziel. Gemein. Lass uns hingehen. Ist jetzt auf der 3. Achso, da ist er schon gar nicht mehr. Ja, das ist der dritte, genau. Genau, guck mal zu Stefan Bäumer. Rinne herzlich auf der 6. Oder so. Ach, jetzt hat er ein bisschen Rückstand. Im ersten Sektor hatte er noch Vorsprung. Und er strebt sich an, auf jeden Fall die erste, zweite Startreihe zu fahren. Hat sich ja gerade ein heißes Duell mit dem Christian geliefert. Fred Dunkel jetzt auf der 4 mit 13. Rückstand auf den Christian. Also jetzt liegen sie wieder eng beisammen. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ja, ich denke mal schon, dass ein paar von denen, die so ab Platz 3, ab Platz 4 waren, gesagt haben, ja komm, was soll's. Also, ne, Hauptsache wir sind dabei im zweiten Quali. Dass die da jetzt nicht nochmal auf Zeitenjagd gegangen sind. Ja, René hat wohl einen Bock dran gehabt, da kommt jetzt keine gute Zeit mehr. Ja, zumindest fährt dann die Runde noch zu Ende. Ja, das ist erstmal nicht so wahnsinnig gut. Aber nochmal zum Herrn Schiele vor. Da war es noch gelb eben im ersten Sektor. Und das wird jetzt auch nicht sehr viel schneller werden. Dieser Spurwechsel ohne Blinken so nicht gewollt, würde ich meinen. Dennis Erler auf der 3. Der ist richtig schnell unterwegs. Er ist jetzt auch schon wieder auf Startziel. Jetzt liegen die ersten drei innerhalb von 2 Zehnteln. Also jetzt wird es mal richtig heiß da vorne. Ja. Sonst sehe ich aktuell keine Zeitverbesserung. Boah, Watten trifft! Doch, Christian auf der 1. Licht nochmal nach. 2 Zehntel Vorsprung im ersten Sektor, das wird nochmal hinten. Haben dich ja auch lieb. Ich glaube, das galt ausnahmsweise mal nicht. Ja, ja. Guck dir das an. Ja. Ja, das hat er im Gefühl gehabt, dass die Runde gut gepasst hat. Und wollte er sich nicht versauen lassen. Das hier ist die Pole-Runde, da bin ich sicher. Ja, das ist meine Hausnummer. Das kannst du laut sagen. 18. Vorsprung auf Mario Schiri auf Position 2. Ja, und der steht in der Box, fährt jetzt nochmal raus. Er versucht zumindest, da nochmal was zu reißen. Ansonsten von den beiden, die jetzt gerade über Start und Ziel kamen, gab es keine Verbesserung.
Hat Tom Krüger Startverbot im zweiten Quali? So weiß aus. Ich jetzt gerade nicht, der fährt zumindest nicht, ne? Ja. Michael Wirz auf der 5 ist noch mal schneller unterwegs. Ah, das müssen wir der Agnes noch beibringen, dass er den Monitor ein bisschen mehr im Auge hat. Ich habe beim letzten Rennen 14 Autos überholt, gesehen haben wir eine überholt, man nur am Stream. Ui, Christian im Hintergrund versucht auch alles, aber diesmal rückwärts. So, Michael kommt jetzt hier auf Startziel. Zweite Sektor war nicht so gut. Gut, Platz 6 für Michael Wirz, da ändert sich jetzt nicht wirklich was. Ja, und René Herzig kommt. Dunkel in der Box. René Herzig kommt wieder nicht richtig in Sprung, steht immer noch auf der 5. Ja, gucken, jetzt ist aber nochmal eine neue Runde angefangen. Nee, das ist irgendwie nicht sein. Jo, und jetzt hat er es wieder weggehauen. Und jetzt ist es auch vorbei. Ja, jetzt verliert er auch noch Teile, also das kann er abbrechen. Und der Herr Wirz fährt gleich hinterher. Oh, da hinten fährt noch einer hinterher. Nee, das war der Michael Wirz. Ah, okay. Ja. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, also René Herzig, 5. Platz. Den Fred Mario oder Schiri. Mario Schiri auf der 2 ist noch mal schneller unterwegs. War auch schneller unterwegs. Ja, ich würde sagen, hier passiert nichts mehr. Nee, also die Polrunde war die Polrunde, Session ist vorbei. Dennis Erner bleibt 11.000stel hinter Mario Schiri, weil er steht in der Box. Und ich befürchte mal, Stefan Bäumer wird jetzt hier auch nicht so wahnsinnig viel mehr reisen. Wenn er nicht sogar in die Box kommt, tut er. Nee, tut er doch, tut er, ja. Da üben wir schon mal fürs Rennen. Genau, weil wir so viele Stops machen. Genau. Naja, bei Stefan Bäumer kommt's schon vor. Du verschreist das immer. Naja, wenn wir ihn zu oft zeigen, definitiv. Christian Rückert auf der Pole. Neben ihm in der ersten Reihe Mario Schiri, Dennis Erner und Fred Dunkel in der zweiten Reihe, René Herzig und Michael Wirz in der dritten Reihe, auf Platz 7 Dirk Sessmannshausen und 8 Enrico Herzig, auf der 9 Stefan Bäumer, neben ihm Tom Krüger. Dann haben wir, wie vorhin schon genannt, Kevin Ohm, Lars Borkowski, Kurt Mildenberger, Maxi Wolter und Steffen Stepo auf den folgenden Plätzen. Genau. Boah, hast du das gesehen? Er kommt, springt und dann kriegt er doch mal richtig einen mit. Mhm. Na, das kann ja gleich heiß werden. Ja, die Stelle, da habe ich jetzt so ein bisschen Bammel vor. Weil nicht jeder hat das Auto so im Griff wie die vorderen Leute. Ich weiß auch nicht, warum die Runde jetzt noch gefahren ist. Zeit ist da keine mehr gelaufen. Das wird zwar hier noch angezeigt, aber es war nach Ablauf der offiziellen Zeit hier über Start und Ziel gekommen.
kommt da rein. Sehr schön. Na, wunderbar. So, damit wären wir im Warm-up. Da wollen wir gar nicht lange rumzetern. Da gehen wir mal direkt in die Fahrer-WM. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Dennis Erner, wahrscheinlich war er deswegen so sauer, weil das wir nicht gestreamt haben. Hat sich hier auf die zweite Position vor René Herzig geschoben. Das ist eigentlich so eine kleine Sensation, weil, ja, wie gesagt, René immer derjenige war in der, ja, in den letzten Rennen, um den es ging, was die Meisterschaftsverfolgung betrifft. Und ja, René muss da wohl auch wieder sehr, sehr... Er war nicht am Start. Genau wie Christian Rückert war er beide nicht im beim Lausitzring nicht am Start. Ah, okay. Alles klar. Ja, das ist natürlich blöd für den René, weil das wäre eine gute Chance gewesen, ein paar Pünktchen gut zu machen auf den Christian. Nichtsdestotrotz führt der Christian noch mit über 100 Punkten Vorsprung, 112, um genau zu sein. Also von daher, es ist definitiv der Favorit hier für diese Saison. Und da brauchen wir auch gar nicht uns irgendwas schönreden oder spannend reden. Natürlich gibt es theoretische Chancen noch bei 5, also insgesamt noch 10 Wertungsläufen. Aber da muss schon wirklich mit dem Teufel zugehen, sollte sich da nochmal was ändern bei der ersten Position. Zweite Position, dritte Position, da sieht es schon ganz anders aus. Und, Entschuldigung. Ja, wir haben, sehen auch, der Fred Donke wird auch belohnt für seine kontinuierlich guten Ergebnisse in den letzten Rennen. Hat sich verbessert auf Gesamtplatz 4. Mike Kolosche hat seinen Platz abgegeben. Ja, Michel Wirtz unverändert. Der muss noch ein paar Pünktchen aufholen, bevor er nochmal klettern kann. Ist auch auf einem guten Weg. Naja, den Rest sehen wir. Mario Schiedi, Phil Ostaschewski, Maxi Wolter und Dirk Sassmannshausen, die Top 10 hier. Dann gucken wir mal noch so der Vollständigkeit halber in die Teamwertung. Und das ist auch ziemlich deutlich, würde ich mal meinen. Auch da jetzt mittlerweile fast 200, nee, es sind über 200 Punkte, nee, doch, jetzt sehe ich erst oben die Zahl richtig, über 200 Punkte Vorsprung, also von daher, kein Thema, das wird sicherlich ein, ja, sicherer Titel für DG Motorsport und Fricadelli Virtual Racing. Das ist natürlich und auch noch theoretisch möglich, aber dann müssen die Herren Wirtz, Sassmannshausen und Schiedi noch ein bisschen Gas geben. So, den Rest seht ihr selber. Team RSA hat sich wahrscheinlich durch die Leistung von Dennis Erner auf den gesamt dritten Platz vorgeschoben, hat das Jägermeister Racing Team, also René und Enrico Herzig, verdrängt. Das widerspiegelt ja auch die Fahrerwertung. Und auch da gab es ja den Platzwechsel. Also, so sieht es hier momentan aus. Und ich gehe mal davon, ich würde mal meinen, dass da wird es noch ein paar Verschiebungen mindestens auf den Plätzen 2 bis 4 geben. Und hier in der Teammeisterschaft ist sogar noch mehr möglich. Bis auf Platz 6 ist da noch sehr, sehr viel Bewegung drin. Also, gehen wir wieder live auf die Strecke. Genau, und da sehen wir, ein paar Leute haben so gar keine Lust auf Warm-up, wozu auch. Sind alle so super gut im Renntrim. Genau. So, Christian Rückert nimmt das Triple in, oder das Quattro in Angriff. Also Pole Position im Warm-up. Ach nee, wir haben ja sogar ein Fünftel. Weil wir haben ja 2 Warm-Ups. Genau. Muss er dann auch noch für sich entscheiden. So, auf alle Fälle sind wir auf der Strecke. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal herzlichen Dank an, jetzt weiß ich wieder nicht, wer mir die Dinge immer macht, Enrico und René Herzig, sage ich jetzt mal einfach, für die schönen Grafiken hier in der Meisterschaftstabellen, dass wir die so ordentlich präsentieren können. Das ist schon ganz nett.
Also, feine Sache. So! Und seitdem die Jungs das machen, gibt es auch regelmäßig wieder Screenshots, also Screenshots, also sprich Loading Screens, zum, die man hier benutzen kann für die Pausen. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist gleich abgelaufen. Genau. Ganz brav, selbst im Warm-Up drückt hier keiner Escape. Das ist schon sehr schön. Michael Würz ist der Letzte auf der Strecke. Ach nee, der Herr Rückert auch noch. Jo! Da sehen wir es, wie es passieren kann. Selbst den Spitzenfahrern passiert das. Ja, aber wenn ich nicht erhoffe, dass es im Rennen passiert und dann direkt irgendwie 2, 3, 4 Leute da oben abfliegen. Ja, so viel haben wir nicht dabei, dass wir hier ein paar entbehren können. Ja, wir haben es gerade beim René gesehen, da geht dann auch ganz gerne mal was fliegen. Mhm. Und dann ist das Rennen eigentlich gelaufen. Jo, der baut den Rasen aber auch in seinen Ideallinien mit ein, ne? Ja, aber es ist so wahnsinnig risikoreich, das so zu fahren. Ich meine, im Warm-Up kann man das gerne nochmal machen, ob das im Rennen jede Runde so klappt, habe ich so meine Zweifel. Aber ich meine, einen Vorteil hat der Startplatz 5 von René. Da macht es mal Sinn, beim Start irgendwie auf seine Kamera auf ihn zu fixieren, da er immer ziemlich gut startet. Das ging schnell. Ja, dann werden wir mal schauen. Ich glaube, der Enrico macht hier Master auf Server. Attention, good. All non-essential personnel will be good now. Richtig. Genau. Hier laufen nochmal die Qualizeiten durch. Der Top 10 nur. Lars Borkowski auf der 9. Ohne Zeit. Da stimmt was nicht, würde ich meinen. Ist aber, wird aber auch so angezeigt jetzt hier. So. Herr Streblo ist hier als erster draußen. Was ist eigentlich mit seinem Bruder? Dem Daniel Streblo? Er ist dann wohl heute nicht dabei. So, Vorsicht. Jungs, das ist jetzt das Rennen. Das heißt, nicht nur die Top 10 dürfen raus. Ah, na, man hat's erhört. So. Und auch uns Kurt kommt raus. Alles schön. Thank you.
Ja, da sind wir mal. Ist doch ein bisschen nervös, ob dieses wunderschönen Sprunghügels. Ich hoffe nur, dass das alles gut geht hier. Ja, ich auch. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen muss, dass Sandford so viele Ecken, in denen man abfliegen kann, wo man vorher gar nicht mit rechnet. Ich habe hier mein Rennen weggeschmissen, irgendwie auf dieser. Auf den Berg hoch zu der Sprungschanze, dass mir das Auto vorher auch mal rechts abgebogen ist, in der Bodenwelle. Also davon gibt es einige hier. So, Christian fährt ganz nach vorne. Grüßt noch mal kurz dem René beim Vorbeifahren. Nee. Ja, das ist, hätte mir das Saison ein bisschen knapper vorgestellt oder gewünscht. Aber das ganze Drama in Anführungsstrichen ist hausgemacht. René hat so viele Läufe weggeworfen, wo es einfach nicht lief oder wo er in irgendwelche Zwischenfälle verwickelt wurde. Ja. Gerade mal kurzer Grüß, der Gruß zwischen den beiden herzlich Brüdern. Klasse. Genau. So, jetzt gehen wir gleich in die Formation Lab. Einfach nur schöne Autos. Da kommen sie, die Herrschaften. Rauchend, qualmend. Was denn jetzt? Ach, Mensch. Ja, super. Hallo? Was ist denn los? Kannst du mal bitte den X-Split aufmachen? Ich komme da nicht hin. Oh, was jetzt? Hä? Was war das denn? Es war wohl noch jemand hier drauf. Nee. Oder? Oder hat er sich. Nee, das war die. Das war der Übeltäter. Ah, okay. Auf Partnerliste. So. Wir wollen nämlich den Simracing Org Server heute Abend irgendwas machen. Und ich denke mal, die haben Updates gemacht und dann sagt er, hallo, ich bin wieder da. Dann poppt das hier auf. So, genau. Wollen wir es mal versuchen, noch ganz schnell. Oh, das Schreck vergessen. Also, Platz 1 für Christian Rückert, auf der 2 Mario Schini, Platz 3 für Dennis Erner, 4. Fred Dunke, 5. René Herzig, 6. Dirk Schaspanshausen, Enrico Herzig auf der 7, auf der 8 Micha Wirz, auf der 9 Lars Pakowski, auf der 10 Stefan Bäumer, Platz 11 für Kevin Ohm, Platz 12 für Tom Krüger, 13 Kurt Mildenberger, 14 Max Wolter und 15 Steffen Strebler. Warum der jetzt hinter Max steht, weiß ich nicht. Aber wir haben es noch gut geschafft und wir sind jetzt in der Startaufstellung. Mann! Ist natürlich auch ein Fakt, auf den wir mal eingehen sollten. Ne? Maxi Wolter so weit hinten, der natürlich auch einen irren Speed hat. Der hat hier sicherlich eine tolle Aufgabe, sich in Sandford durch das Feld zu arbeiten. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. So. Da haben wir die Rasselbande. Uiuiui, da verbrennt einer Bremsen oder Reifen oder alles beide. Da hat einer völlig abgelost und René Herzig fährt auf die 3. Position.
Mario Chili hat geschlafen. Das kommt nee, Stunde der hatte sowas, der hat geruckt. Ich glaube, der hat gedacht, er hat einen Frühstart gemacht. Und war dann etwas verwirrt und hat dann natürlich den eigenen Start verpennt. Eieieiei. Und Tom Krüger hat sich beim Start auch quergestellt und ist zurückgefallen bis auf die letzte Position. Da hinten kommt er. Ja, da kommt er. Ja, was ein Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Maxi Beute schon auf der 10. So, jetzt kommen wir das erste Mal zum Sprunghügel. Und mal gucken, wer alles daneben springt. Alle gut durchgekommen bisher. Ja, und da fehlt noch der Tom. Und auch der schafft's. So, Christian Rückert hat seine Pole verteidigt. Auf der 1, dicht dahinter Fred Dohnke. Der hat auch einen super Start hingelegt von Platz 4 aus. Aber klar, René Herzig durch den Fauxpas von Michael Wirtz. Michael Wirtz. Nee, ich glaube, Michael Wirtz war das mit dem Start. Weil der, ja, ist auch egal jetzt. Also jedenfalls, irgendeiner von den Bulettenautos hat es da verbaselt. Dirk Sassmannshausen vorgefahren auf die 4. Und da geht es auch gleich richtig rund. Dennis Erner ist dran. Der ist zumindest auf seiner Position geblieben. Und dahinter haben wir den Mario Schieden, der ja in der ersten Reihe gestanden hat. Also erster. Das ist mein. Ah, dann war es doch der Mario. Ja, schon Wahnsinn. Der Rückert fährt in der ersten Runde eine 1:41.883, also mitstehenden Start. Und Fred Dohnke 1:43.33, der ist schon mal anderthalb Sekunden langsamer. So, dann wollen wir mal gucken, wo die ungeahnten Stellen sind. Ja, und da sehen wir, was hier in diesem Auto passiert, wenn der da über diesen Hügel darüber feuert. Also da geht es links, rechts und dann kommt das Auto langsam wieder zur Ruhe. Und da vorne war René dann gerade mal ein bisschen im Grün, diesmal an einer anderen Stelle. Aber zumindest hat er die Position noch. Aber ja, und Dennis macht Druck. Aber nicht nur Dennis, direkt dahinter auch der Mario. Und Christian profitiert da wieder von, das ist... Es läuft. Ja, was heißt, er profitiert? Er hat einen guten Start gehabt und Fred Dohnke kann den Speed nicht gehen. Haben wir gesehen, erste Runde schon mal anderthalb Sekunden langsamer. Und da war er noch nicht unter Druck. Jetzt hier, Dennis, außen rum. Guck dir das an. Und das hat sogar gepasst. Wunderbar gemacht. Ja, das ist eine Stelle, da habe ich auch noch nicht dran gedacht zu überholen. Also ja. Grandios. Und Mario Schilly greift sich auch noch den Dirk und geht vorbei. Ja. Ja gut, der Dennis hat ja hier genügend Erfahrung auf der Strecke. Mit der GT3-Serie hat er gut getrainiert. Die Autos sind ja ziemlich ähnlich. So, das waren jetzt mal die Top 8. So, und René ist jetzt so langsam dran am Fred Dohnke. Ja, er muss jetzt auch so ein bisschen versuchen, die Flucht nach vorne zu lassen. Im Hintergrund kommt der Dennis und der Mario, die bisher einen deutlich besseren Speed hier gezeigt haben. Ja. Allerdings haben wir auch bei dem Fred im letzten Rennen gesehen, er ist nicht wirklich langsam unterwegs. Naja, abgesehen von der vom ersten Qualifying, wo er tatsächlich gezeigt hat, wie schnell er sein kann, wenn alles passt. Da waren die anderen unter Ferner liefen, aber gut, das ist natürlich immer bei René so eine Sache, in dieser Saison zumindest. So, könnten wir, das reicht nicht. Der Windschatten kommt jetzt erst. Das ist zu spät. Oh, er probiert es trotzdem.
Er probiert es trotzdem deutlich später auf der Bremse. Und das ist ein René Herzig, wie man kennt. Aber das Ding ist noch nicht ausgestanden. Doch, jetzt schon. Wie hat er das denn gemacht? Ja. So gebremst, wie er startet. Ja, unglaublich. Ja. Das ist so ähnlich wie Adrian Sutil, den sie gefragt haben, wie kann man denn in Monaco überholen? Er sagte, ich mach's einfach. Ja, ich bremse einfach mal 50 Meter später und unglaublich. Also ja, ein grandioses Manöver. Ja, hat super gut gepasst. Boah, im Hintergrund der Dennis ganz wild. Momentan finde ich den Fred Dunker etwas wilder hier und das ist sehr, sehr, sehr dumm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Auf dieser Strecke solche Aktionen zu bringen, das war nicht mit Sicherheit mit Absicht, aber es war fast vorhersehbar. Sehr schade. Ja, wie ich vorhin schon sagte, bei der Kurve kannst du einfach verschiedene Linien fahren und dementsprechend hast du auch verschiedene Bremspunkte. Und wenn du nicht genau weißt, welche Linie dein Vordermann fährt, sollte man dann tunlichst ein bisschen Abstand halten oder von sich aus einfach mal ein bisschen früher bremsen. Das hat er nicht getan. Der Abstand war wirklich extrem gefährlich und nicht existent. Ja. So, gut. Für Rückert ist das Ding gelaufen. Der hat schon 7,5 Sekunden Vorsprung. Wenn der das Auto nicht auch nochmal wegschmeißt, Dennis Erner die Plätze geerbt jetzt. Auf Platz 2. Auf der 3 Mario Schili nach wie vor dran. Ich glaube, die beiden werden es auch noch einen tollen Fall zeigen. Eine Mario ist vielleicht auf der Strecke ein klein wenig schneller. Aber Dennis kann kämpfen. Ja, hier verliert er. Auf 6 und 7 ist es noch relativ eng. Greift der Fred diesmal den anderen Herzig an. Gleiche Stelle, diesmal ist er cleverer, geht nach innen. Ja, und da ist er auch durch. Ja, und René muss sich natürlich jetzt wieder irgendwie sehen, dass er noch irgendwie ein paar sinnvolle Positionen erreicht. Jetzt ist ja der Zweikampf nicht mehr gegen Christian Rückert, sondern er findet ja jetzt gegen Fred Dunkel statt. Ja, und Dennis Erner, der hier auch überholt hat in der Gesamtwertung. Und er fährt es vor ihm. So, jetzt wollen wir gucken, ob er das gleiche hier nochmal ist. Schon ein bisschen arg früh jetzt rausgezogen. Da hätte er vielleicht noch einen Ticken länger dahinter bleiben können. Ah, er war wieder sehr, sehr weit weg. Was für ein Spiel, der dir hier gebremst hat. Das Auto ja kaum noch verzögert bekommen. So, und jetzt Fehler hier. Ah, das macht es so unglaublich schwer, der Internetzufahrer von vorne noch. Die ganze Zeit das Auto so am Arbeiten, meint das Heck wackelt links rechts, das ist so, ja, so schwer vorherzusehen, was da passiert, du willst ihn ja auch nicht abräumen. Ups, und das war's dann jetzt endgültig. Betrunke jetzt auch vorbei. So, und jetzt ist Brüderchen gesagt, dass er ein bisschen abblockt. Das ist, müsste der Dirk Sassmannshausen sein, ja, in dem jetzt ist das. Ups, jetzt hat er Escape gedrückt. Auto ist weg. Da ist er wieder. Eieiei, jetzt hat er aber... Weiß ich nicht, ob er Plätze verloren hat. Das war jedenfalls ein Mörder-Lag. Naja, er ist noch da. Ja, genau. Aber das war jetzt... Wow. Ziemlich kritische Szene. Auch für die anderen. So, gucken wir mal zum René, zum Enrico, ob der hier noch irgendwas gegen Michael Wirtz machen kann, aber ich befürchte mal eher nicht. Der wird wohl verlieren, Zeit verlieren.
So, und Maxi Wolter ist auch wieder ganz nach hinten durchmarschiert auf Platz 14, was auch immer da passiert ist. Jedenfalls fährt er hinter Steffen Strebel und Kurt Mühlenberger. Und zwar mit 24 Sekunden Rückstand. Er hat einen Boxenstopp, genau wie Stefan Bäumer. Er hat einen Boxenstopp, genau. Dann Red Connect, da gibt es immer einen pauschal. Das ist im R-Faktor Monitor. So, und da ist, irgendwie ist jetzt der Wurm drin. Bei beiden Herzigs. Jo. Also, das hat sich dann auch soweit erledigt. Gucken wir mal, was der René, ob der noch was reißen kann. Ansonsten haben wir hier eigentlich doch der Fred. Der Fred auf der 5 ist ganz dicht dran am Dirk Sassmannshausen. Wie auch immer der jetzt da vorbeigekommen ist. Ach nee, das war ja noch, Fred war ja noch auf der Aufholjagd von seinem Rempler gegen René Herzig. Er sollte jetzt wirklich die nötige Vorsicht walten lassen, wenn er ihn nochmal so ein Ding verfabriziert. Das ist er gut dran hier im Windschatten? Ja, das passt. Das sollte passen. So, da kann er sich auf alle Fälle raten. Nee, Wahnsinn. Hätte ich echt gedacht, dass er sich da reinbremst. Ja, hat er direkt einen guten Bremspunkt gehabt. Aber ein schönes Teil. Gucken, wie jetzt der Sprung ausgeht. Ja, Dirk geht das eher konservativ an, weil der sich sagt, naja, hier kommt er eben höchstens über mich gesprungen, aber nicht seitlich vorbei. Jetzt dann doch nicht. Das sieht ja fast aus, als ob Fred Donke den Dirk hier durch die Gegend schiebt. So, wenn es jetzt nicht passt, dann jetzt geht er schon sehr frühzeitig raus. Ja, es ist aber auch schon daneben. Oh. Jetzt versucht er es und Dirk hält dagegen, aber das ist dann am Ausgang der Kurve, ist er durch. Und das war diesmal auch sauber. Ja, das war jetzt mal die 5 Meter später gebremst, die er gerade noch verschenkt hat, davor. Sauber gemacht dieses Mal. Schau mal auf die 11, bitte. Ja, schon passiert. Spakowski vorbei am Kevin Ohm. Ich glaube, genau umgekehrt. Ich glaube, der Kevin hat den Lars überholt. Das habe ich schon gesagt. Genau umgekehrt. Achso. Oh, macht ja nichts. Ja, Kevin Ohm, ganz am Anfang bei seinem Debüt zurückgefallen, jetzt wieder vorgefahren bis auf die 10. Das wäre aktuell die Pole für den zweiten Lauf. Dann müsste er sich mal direkt beweisen. Das ist mal spannend hier. Ja, ich sehe da jetzt auch nicht so wirklich jemand, der da eben noch Paroli bieten könnte. Ich meine, gut, wir haben noch 10 Runden. Ich weiß jetzt nicht, was der Maxi da macht. Der fährt 2-3 Sekunden schneller als... Da hast du aber auch 20 Sekunden noch zurück. Ja, nee, 13. War da auf Kurt Mühlenberger. Ja, oder bis Platz 17. 10. Ja, ja, genau, bis Platz 10 oder 20, ja.
Ja, im vorderen Bereich hat sich alles ein wenig entzerrt, also nichts, wo wir jetzt wirklich dringend hinschalten müssten. Der Christian vorne hat es vollkommen im Griff. Ja gut, der Mario ist immer noch unter einer Sekunde hinter dem Dennis Erner. Er fährt hier eine 36,5 im Rennen. Ja. Das ist über eine Sekunde schneller als der zweitschnellste. Ja. Ja, das ist natürlich auch, ja, das liegt scheinbar an dieser Woche. Beziehungsweise am letzten Donnerstag angerechnet. Ja. Weil da war es auch stimmt. in der RSA nicht so wahnsinnig spannend wie sonst. Auch hier heute nicht so. Ja. Gut, ist hier auch letzten Donnerstag so ein bisschen streckenbedingt, glaube ich. Also, Zandvoort ist halt. Oh. Guck mal, der hat keinen Scheinwerfer mehr und der leuchtet trotzdem so ein. Hätte ich auch gern. Wir sollten mal kurz auf die 7 gehen, weil da passiert gerade wieder was. Genau, der René ist dran. Ich glaube, der hat gerade einen Platz verloren an dem Michael Wirtz, wenn ich das hier aus dem Augenblick richtig gesehen habe. Ja, hast du recht, weil der war auf 6. Der war hinter dem Dirk Sassmannshausen. Gehen wir davon aus, dass da wieder irgendwo Ausgang Sprunghügel, da wieder ein bisschen Rasen mitgenommen wurde. Kann fast nicht anders sein, so wie er hier in seinem Heck klebt. Ich bin fast für ausgeschlossen, dass der Michael da an ihm einfach vorbeigefahren ist. Ja, dieses Rennen ist irgendwie so ein Spiegelbild für seine komplette Saison. Ein Fehler nach dem anderen. Ja. Ja, wobei es anfänglich ja noch recht gut lief. Das ist ja dann erst so ab dem 6., 7. Rennen oder 5. Rennen sowas, da ging es ja erst wirklich los. So, wieder der Fehler. Wieder das Auto quergestellt. Damit jetzt auch keine Chance hier auf der Startziel irgendwas zu machen. Und Kevin Ohm ist wieder zurückgefallen hinter Lars Borkowski. Mhm. Aber da ist es auch schön eng. Gehen wir mal da gucken. Weil die beiden haben sich scheinbar echt lieb. Ah, und die fighten auch, wie man sieht. Ja, es geht um die Pole Position für den zweiten Lauf. Steffen Strohko ist ausgeschieden. Ja, wie gesagt, irgendeiner fehlt. Ich warte noch jemand auf dem Server. Wir hatten 17 Autos insgesamt. Das sind ein TV-Auto im freien Training. Irgendjemand hat sich dann wieder verabschiedet. Die Strecke ist wirklich was für Leute, die ihr Auto beherrschen. So. Hier sind die kleinen Fehler noch kleiner als an anderen Strecken. Ich habe den Seitenmotor im Blick. Wir können also noch mal ganz entspannt hier bleiben. Ja, und sind noch immerhin noch 7 Runden zu fahren. Kommt das ein bisschen arg lang vor, liegt wahrscheinlich daran, dass es heute nicht ganz so aufregend ist wie sonst. Boah, aber jetzt. Fehler, passt das? So, das passt noch nicht. Kann der Lars noch gut dagegen halten? Auch hier kann er jetzt nicht profitieren, auch wenn die Linie ein bisschen schlechter ist.
Also richtig kommt er nicht vorbei. Einen richtigen Angriff kann er noch nicht starten. Gut. Es ist schön, wenn du dann vorweg wärst und guckst in den Rückspiegel und siehst den hinterher mal mit vier stehenden Rädern auf dich zurutschen. Herrlich. Aber Kevin fährt auch genauso, wie man das von einem Wildcard-Fahrer erwartet. Ein bisschen zurückhalten, also nicht auf, ja, auf Teufel komm raus und wie vorbeiquetschen, weil er hat noch nichts mit der Meisterschaft zu tun. Er fährt hier als Gaststarter. Ja. Ohne Punkte und da muss ich mich nicht einmischen. Da kann ich Spaß haben, aber eben nicht immer in jede Lücke reinhalten. Finde ich gut. Ja, das ist auch völlig okay. Ja, und es ist, wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist der Fight um die Pole Position des zweiten Renns. Da befürchte ich, also wenn der Kevin es tatsächlich werden sollte, dann ist natürlich Highlife angesagt. Ich weiß nicht, ob der dann gleich mal in der ersten Kurve geradeaus fährt und die erstmal passieren lässt. Wir haben bei uns in Reglement so eine Art Lucky Dog Regelung. Das heißt, wenn ein Wildcard-Fahrer auf die 10 fährt, wird er automatisch auf die 11 gesetzt und steht dann nicht auf dem Raum. Doch kein Lucky Dog. Das ist doch. Doch, der Lucky Dog für den 11. Der kann sich dann nicht zurückrunden, aber er gewinnt einen Platz. Und damit eigentlich dann mehr 10 Plätze. Das zweite Rennen. Das zweite auf jeden Fall das engste Duell im ganzen Feld. Ja, ist aber auch schön zu sehen, also ja oft mal so, dass man auf den hinteren Positionen ja dann meistens Fahrer hat, die naja, auch das so Fighten nicht so hundertprozentig im Griff haben, aber bei den beiden sieht das hier echt gut aus. Jetzt versucht das tatsächlich außen, ne, er steckt wieder zurück. Gefällt mir das sehr. So, jetzt passt es aber. Das war der Fehler vom Lars Bukowski und Kevin Ohm geht vorbei und das 4 Runden vor Schluss. So, und wenn er jetzt pfiffig ist und keine Fehler mehr macht, sollte er den Lars vielleicht auch in den Griff kriegen. Momentan sieht es jedenfalls sehr danach aus. Sind jetzt schon ein paar Zehntel, die da zwischen den beiden liegen. Ja, das war ja vorhin schon mal so zu sehen, als der Kevin vorbei war. Da konnte er sich ein wenig absetzen, aber er muss wohl wieder einen Fehler gehabt haben. Ja. So, trotzdem, wenn wir mal hier durchs Klassement schauen, vorne Mario Schill immer noch eine Sekunde hinterm Dennis Erner auf Platz 2 und 3. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass das ein bisschen enger ist. Aber der Dennis scheint es ja gut im Griff zu haben. Oder Mario Schiri fährt schnell. Also, das ist jetzt eine sehr persönliche Aussage. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass jemand auf eine Sekunde taktisch fährt, also. Nein, Gottes Willen, aber. Er kann es zumindest so kontrollieren, dass er sich nicht in Fehler drängen lässt. So. Dirk Sassmannshausen auf der 5, Micha Wirtz auf der 6 und ich glaube, René hat das jetzt so ein bisschen aufgegeben, hier nochmal irgendwie ein paar Plätze gut zu machen, weil irgendwie zahlt sich das wohl nicht aus. Er verliert dann lieber eher noch mehr. Der zieht auf das zweite Rennen und wir Stollenreifen an, weil die haben bessere Griffe verwiesen. Ja, genau. Spikes. Mann. Herzig. Song war ja wohl mal zum Wegwerfen. Ja, zumindest bei den Ambitionen, die er hatte, ne? Ja, klar. Also, ich meine, es ist nicht so, dass der Christian der alles überragende Fahrer wäre hier in diesem Fahrerfeld, so wie das bei den letzten zwei Saisons war mit Angie König und Alex Rambo, die ja wirklich dominiert haben. Nach
Aber dieses Mal, und Christian hat ja auch einen Mördervorsprung bereits, also das ist aber wirklich den Fehler von René Herzig zu verdanken. Und dem späten und der erst spät ansteigenden Formkurve von Dennis Erner, wenn der von Anfang an so gefahren wäre, damit etwas mehr Fleiß dabei gewesen wäre, dann wäre das da vorne wahrscheinlich noch ein bisschen enger. So, Enrico, der wird hier auch nichts mehr reisen, der wird auch in der ersten Startreihe stehen, denke ich mal. Zweiten Lauf. Uiuiui, ui, ui. Und der Kevin hier mit dem nächsten Fehler. Aber es reicht noch, um vorne zu bleiben. Also da hat er ja wohl so viel Vorsprung rausgefahren. So, Kurt Mildenberger und Maxi Wolter haben gerade die Position getauscht. Das würde mich jetzt schon... Das würde mich jetzt schon mal interessieren, was da gewesen ist. So, hier scheint es so zu sein. So. Gut, mit der Erfahrung von 4 oder 65 Lebensjahren. Sieht ja mal richtig geil aus. Kurt Mildenberger im Fight. Oh! Ja, das ist es gewesen. Maxi wartet. Ja, ja, genau. Deswegen gab es die Hin- und Her-Verschieberei. Bevor Kurt. So, jetzt jetzt ist er regulär vorbei. Lustig, bevor Kurt wieder im Teamspeak sagt, wo ist das denn? Nur Anfänger hier oder irgendwas. In der RSA. Also irgendwie war er ja erzürnt, der Gute. So, und hier wird es jetzt tatsächlich nochmal eng. Und zwar gleich dann im Dreierpack. Ja, der Michael Wirz hat der René sich schon geschnappt. Ja. Unterm Bier. Richtig. Also da ist er vorbeigekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob die Kölsch-Buletten, weiß ich nicht was, Autos hier jetzt Erbarmen haben mit ihm. Aber es sieht gerade nicht so aus. Wir sind in der letzten Runde. Wo ist denn der Christian? Er ist gerade über Start und Ziel gefahren. Ah ja. Hossa! Ja, nochmal eine schöne Sprungeinlage in seiner letzten Runde. Na gut, hoffentlich reicht das Warm-up, um Dämpfer zu tauschen. Oh, nichtsdestotrotz. Oh! Wer war das denn? Das müsste der Herr Bäumer gewesen sein. Ah ja, okay. Das war der verzweifelte Versuch einer Überrundung aus dem Weg zu gehen. Wir springen über die Leitplanke. Gut, das sieht jetzt hier... genau. Oder stand ein Baum auf der Strecke. Nichtsdestotrotz, wir gehen mal vor zum Christian. Ich hoffe, er hat Gnade hier mit dem Kurt und überrundet ihn nicht noch. Aber vermutlich interessiert ihn das herzlich wenig. Hey, Kurt lässt ihn vorbei. Ja, Kurt hat keine Lust, noch eine Runde zu fahren, kann ich auch verstehen. Ja. Komm, Christian, beeil dich, wir wollen nochmal zum René schalten, der nämlich richtig Druck macht in den letzten Kurven. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Jo, Christian, hast du fein gemacht. Bis später. Ja, ja. Ja, Christian, jetzt ist er vorbei, der René. Mann, Christian war zu langsam. So, Christian, René Herzig holt sich hier noch die fünfte Position von Dirk Sassmannshausen irgendwie, ja, 200 Meter vor Ende. Ein bisschen mehr war es schon, aber sehr viel mehr auch nicht. Oh, hat es da jetzt nochmal gescheppert? Zwischen den beiden? Entschuldigung, ich wollte mal eben gucken, weil Dennis Erler ist nämlich auch durchs Ziel. Ja, und Mario schön, Schilli aber auch. Das war jetzt irgendwie... Das habe ich gar nicht gesehen, was war denn da? Ja, weiß ich nicht. Aber nee, die sind noch kurz hintereinander. Nee. Also scheint alles gut gegangen zu sein. Ich meinte, die hätten sich berührt, der Dirk und der Michael Wirz. Ja, da fahren sie noch nebeneinander. Alles gut. Ja. So, dann sagen wir, herzlichen Glückwunsch an Christian Rückert, Dennis Erner und Mario Schilli zum Podest im ersten Lauf. Genau, okay, warte mal kurz auf die 9, weil die sind noch unterwegs. Da letzte Kurve hier für den Enrico. Erste Startreihe damit für den zweiten Lauf.
Und im Hintergrund müsste dann tatsächlich Kevin Owens kommen, der auf der Pole Position steht in seinem zweiten Lauf. Ja, das wird doch mal eine heiße Nummer. Das wird mal eine richtig heiße Nummer. Ich weiß auch nicht, ob das so sein wird. Also, ob die Jungs da eventuell ihn doch auf die 11 stellen. Beziehungsweise von der 10 fahren lassen. Im Prinzip nur die ersten 9 tauschen. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. So. Also, Fred Donker auf der 4, René Herzig 5. Dirk Sassmannshausen 6. Micha Würz 7. 8. Platz für Tom Krüger. 9. für Enrico Herzig und Kevin Ohm, wie eben schon gesagt, auf der 10. Position. Platz 11 für Lars Borkowski, ein bisschen unglücklich. Platz 12 für Maxi Wolter. Da wollen wir von Glück und Unglück gar nicht erst reden. 13 Kurt Mildenberger, 14 Stefan Bäumer und 15 Steffen Streblow. Das ist die Reihenfolge. Und ja, fährt der noch eine Ehrenrunde, noch eine zusätzliche, oder war der so weit zurück? Ach nee, der fährt, ist es seine Inlap, genau. Da unten laufen die Positionen auch nochmal durch. Moment kurz. So, jetzt haben wir alle soweit drin. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich den. Wir zeigen euch jetzt für ein, zwei Minütchen unseren wunderschönen Banner. Unser wunderbaren Loading-Screen hier von diesem Rennen, damit ihr auch nochmal schwarz auf weiß seht, um was es hier heute überhaupt geht. Erzählt haben wir das alles schon am Anfang. Es soll aber auch Leute geben, die nicht von Anfang an schauen. Natürlich sehr verwerflich ist grundsätzlich, aber gut, da sind wir mal nicht so. So, wir machen ein kleines Päuschen und genau. Upsala. Müssen wir nur aufpassen, dass wir den hier nachher auch wieder reinziehen. Also, bis gleich.
So, wir sind wieder zurück, meine Damen und Herren, und freuen uns, dass es jetzt dann doch etwas wieder besser ist. Wir haben gehört, es ruckelt, und wir haben auch den Fehler gefunden, warum es ruckelt. Und ja, hoffentlich jetzt auch behoben. Und jetzt sind wir wieder ganz normal hier im Rennen und wollen wir hoffen, dass es nicht die ganze Zeit schon geruckelt hat. Gut, so, Jens, eine Minute haben wir noch. Genau, der René ist hier. René. Hallöchen, darf ich dich mal sprechen, Jens? Aber auf jeden Fall. Geh mal einen hoch. So, ja, dann geh mal hoch, genau. Tschüss. Genau, also, wir haben jetzt hier heute doch einiges gesehen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es waren mal gerade 15 Autos im Rennen, eins ist sogar ausgefallen noch. Und trotzdem war das doch, dank auch nicht zuletzt Kevin Ohm und Lars Pokowski dann am Ende und auch nochmal René Herzig, der dann nochmal richtig Gas gegeben hat in der letzten Runde, nochmal zwei Plätze gut gemacht hat. Also ziemlich spannende Kiste. Momentan sieht es so aus, dass Kevin Ohm von der Position 10 startet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt gerade nicht so ist. Ja. Genau, ich muss da mal eben eingreifen. Es dauert ein kleines Moment, das Warm-up wird gleich neu gestartet. Wir haben so eine kleine Verzögerung. Lass mal ruhig den Banner an, ich muss mal hier ein bisschen was ausmachen. Okay, dann kriegt ihr jetzt nochmal unseren schönen Banner. Oder möchtet ihr euch vielleicht nochmal die Meisterschaftstabelle angucken? Und ja. Ups. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was hier passiert. Aber... Ach, Gottchen. Wie gesagt, sorry, dass ich jetzt so, ich habe jetzt hier gespannt, dem geschaut, was hier gemacht wird. Ist ja echt putzig. Also, es wird dann wohl jetzt doch so sein, dass Kevin oben auf der 1 steht. So ist es jetzt jedenfalls eben eingestellt worden. So, da sind wir wieder. Ja, also habt ihr den Kevin jetzt doch auf der 1? Ja. Weil die schrieben eben im Chat, dass sie das nicht wollten. Aber gut. So, dann gehen wir jetzt wieder live. Gut, dafür weiß ich nichts. Ich wusste nur, dass es nicht ging. Das habe ich eben korrigiert. Ja. So, hier seht ihr nochmal unsere wunderschönen Tabellen und ich hoffe, dass die jetzt allerdings dann gleich weiterschalten und jetzt nicht das Warm-up nochmal durchlaufen lassen. Sieht wohl doch so aus.
Gut, versuchen wir es nochmal. Vielleicht. Also, Kevin oben steht. Enrico Herzig in der ersten Startreihe. Tom Krüger, Michael Würz in der zweiten Startreihe. Dritte Startreihe für Dirk Sassmannshausen, René Herzig. Vierte Startreihe für Fred Dunke und Mario Schili. Und Dennis Erner und Christian Rückert dann in der fünften Startreihe auf 9 und 10. Und dann geht's auf 11 ganz normal weiter, wie der Zieleinlauf im ersten Rennen war. Lars Borkowski vor Maxi Wolter auf der 12, auf der 13 Kurt Mildenberger, 14 Stefan Bäumer, 15 Steffen Streblow. Wir könnten jetzt auch den Monitor wieder anwerfen. Wir haben eine Menge Bandbreite frei. So, na ja, gut. Momentan, ich glaube, kannst du mal oben gucken, was da gerade steht an Bandbreite? Hier im XSplit? 751. Ja, das verdreifacht sich noch. Gut, wir sind aber auch aktuell gerade bei einer Gesamte von 5 Mbit, also haben wir noch eine Menge Luft. Ich hab's hier im Auge, wenn es nicht geht, machen wir es wieder aus. So, wäre jetzt echt schön, wenn sie jetzt weiterschalten könnten. Aber scheinbar lassen sie es wirklich ablaufen, warum auch immer. Ja gut, haben wir ja auch gleich geschafft. Ich nutze die Zeit nochmal eben ganz schnell. Bin gleich wieder da. Das ist natürlich schön. So, und jetzt sind wir auch im Rennen. Und herzlich willkommen jetzt hier zum zweiten Lauf in Sandford. ISMF Porsche GT3 Cup. 11. Lauf der diesjährigen Saison. Und ja, René hat sich in diesem Rennen wieder doch ziemlich, ja, nicht wirklich mit Glück lagen. Das heißt, erst wurde er ziemlich heftig abgeschossen, dann hat er 2-3 Fehler selbst eingebaut, wahrscheinlich einfach, weil dann auch natürlich der Rhythmus raus ist und weil er so ein bisschen mit dem Messer zwischen Zähnen unterwegs war. Mal gucken, was jetzt passiert. Er startet jetzt eine Position schlechter als im ersten Lauf. Er startet jetzt von der 6. Und es ist natürlich schon so, dass Dennis Erner jetzt mit seinem zweiten Platz bereits jetzt halt auch auf den René richtig Punkte gut gemacht hat. Dennis hat ja mit dem letzten Rennen zweite Position in der Meisterschaftstabelle übernommen von René Herzig. Ja, und jetzt muss er halt schauen, dass er hier den Vorsprung ausbaut, beziehungsweise René muss schauen, dass er ihn nicht zu groß werden lässt. So, wieso, wie ich das sehe, nee, er fährt das ja, das ist der Steffen. Er ja als einziger im ersten Rennen ausgefallen ist. Ich hoffe, der kommt jetzt hier noch rechtzeitig bei Grün aus der Box, sieht aber so aus. Zumindest ist er jetzt nicht did not finish. So,
Gehen wir mal hin zu den Autos. Kevin Ohm, schaut euch das an, die 1 hinter seinem Namen. Er ist hier Wildcard-Fahrer heute, er ist das erste Mal mit dabei. Und ich denke mal, der ist auch richtig nervös jetzt, weil sie lassen ihn tatsächlich von der ersten Position starten. Enrico Herzig auf der zweiten Position. Platz 3 für Tom Krüger. Auf der 4 Micha Würz. Und auf der 5 Dirk Sassmannshausen. Platz 6 für René Herzig. Auf der 7 Fred Dunkel. Ja, Herr Dunkel. Das machen wir am besten jetzt gleich noch einen mit abräumen. Das ist ja hier grandios. Schöne Kehre. Auf der 8 Mario Schili. Platz 9 für Dennis Erner und Laufsieger im ersten Lauf Christian Rückert. So, dann haben wir den Lars, der so einen schönen Fight hatte mit dem Kevin Ohm. Wolter startet von 12, vielleicht klappt es diesmal ein bisschen besser. Kurt Mildenberger auf der 13. 14 Stefan Bäumer. 15 Steffen Streblow. Oh, und der Edgar ist da. Genau, da ist er. Edgar Ostermann ist noch gekommen zum zweiten Rennen. Das ist natürlich ziemlich gut. Ja, super. Wieder ein Fahrer mehr und der Edgar, der kann ja auch mal richtig Betrieb machen da hinten. Einführungsrunde sagen. Na, so ist es. Auseinandergezogen. Ja, und der Kevin, der wird wahrscheinlich mit einem Puls von einer hohen dreiständigen Schlagzahl unterwegs sein. Also ganz ruckelfrei ist es noch nicht, obwohl wir bei der Bandbreite jetzt gerade bei 8 liegen. Jetzt aber hier auf der Stelle auch. Okay, ja, grün. Keine Spitzen zu sehen. Na gut. Runden und
Es wird spannend. Da hinten stehen Maxi Wolter und Edgar Ostermann ganz am Ende des Feldes. Autsch, die Ampeln sind an. Und René hat sich wieder mit einem Superstart. Versucht, er fliegt da außen an seinem Bruder vorbei. Guck dir das an, der geht in Führung. Der geht, was, wo ist denn der Rückert hin? Achso, der fährt hin. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die sich das abgesprochen haben, aber kann man ja fast nicht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Alle gut durchgekommen bisher. Ja, Kevin auf den Sprunghügel. Kevin oben ganz defensiv, lässt die Leute hier passieren, finde ich super. Ja. Fred Dunker auf der 2, Enrico Herzig auf der 3, Mario Schiri auf der, Michael Wirz auf der 4, Mario Schiri 5, Christian Rückert auf der 6. Und da Shepard. Das war das Edgar. Sieht nach Dennis oder Edgar aus. Edgar war's. Ja. Maxi Wolter schon auf der 7. Und jetzt hat's hier schon wieder gescheppert. Weiß nicht, ob ich's eingefangen kriege. Da ist hier irgendein Bulettenauto. Wer fällt da zurück? Micha Wirz. Micha Wirz hat's erwischt. Ja. Ei, wie bitter. Ei, wie bitter. Ja, es war jetzt doch ein bisschen wilder als beim ersten Mal. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass jetzt im zweiten Lauf die Konzentration doch schon etwas leidet. 18 Runden hier in Sandfort, das ist nicht ohne. So, und Fred Dunke, Christian Rückert bereits auf Platz 3. Wahnsinn. Und Fred Dunke greift hier an. Ist besser rausgekommen aus der letzten Kurve. Oh, wir haben auch vorhin schon gesehen, wie spät der René da bremsen kann. Wahnsinn. Ja. Das an, hoffentlich passiert ist das gleiche wie im ersten Lauf. Ja. Na, jetzt lässt er auch Abstand. Ja, die Stelle kommt ja noch. Guckt ja, wie der Christian da ranfliegt. Oh, jetzt noch eine Rechtskurve. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Fred diesmal macht. Ja, der ist dann auf der Strecke. Ja, der Christian hier innerhalb von 3 Kurven eben die Lücke zugefahren. Unglaublich. Ja, dem René wird jetzt auch nicht wohl sein. Allerdings glaube ich, dass der Fred diesmal etwas vorsichtiger zu Werke gehen wird. Ich meine, wir kennen ihn ja nur lange genug, das ist ja nicht typisch für ihn, was er da für einen Bockmist gebaut hat. Von daher, ja. So, jetzt ist er aber wirklich besser rausgekommen. Ist direkt neben ihm. Ja, René versucht natürlich jetzt auch dem Christian Rückert keinen Windschatten zu geben. Ja, und Bild muss sich wieder einordnen hinten. Wird er schon bald aufpassen müssen, dass Christian ihn sich knupft. Meine Zunge bricht gleich ab. Das ist mal ein schönes Dreierpaket jetzt hier vorne. Und natürlich sitzt überall auf der Strecke was. Ui, Christian ist abgebogen. Oh, fängt das Auto mal wieder an. Ja. Er bleibt auf der dritten Position, von daher. Nee, Dennis ist. Ah, nee, doch, Quatsch. Ich hab dich jetzt an den Farben vertan. Nein, das ist vollkommen recht. Christian bleibt auf der dritten. Dennis ist nur direkt dran. Bin ich aber froh. Ja. So, was machen die jetzt hier? Wir könnten auch tatsächlich jetzt mal so Christian Rückert und Dennis Erner gucken, weil das ist nämlich jetzt auch ein Dreierpaket hier noch mit Maxi Wolter, der jetzt auch irgendwie mal es geschafft hat, am Pult vorbeizukommen. Im ersten Rennen wohl nicht. Ich weiß nicht, ob er auch Überholverbot hatte im ersten Rennen. Keine Ahnung. Er musste sich dreimal zurückfallen lassen, ja. Ja. Ja, damit das lernt, wie das geht. Genau. Keine schlechte Idee. Thank you.
Und Michel Würz zweimal bereits in der Box. Was auch immer dem jetzt passiert ist. Ich meine, einmal haben wir gesehen, dass er abgebogen irgendwo ins Tun. Hat sich wahrscheinlich die Front beschädigt. Aber warum er jetzt dann nochmal in der Box war, wahrscheinlich kleine Drive so oder Stop and Go. Wir wissen es nicht. Oder abgetankt, sonst abgeben. Jo, und der Herr Rückert mal dann auch wieder neben der Spur. Gut, der sagt sich jetzt erstmal dem Henny auch ein paar Pünktchen. Na, das glaube ich nicht, das ist noch nicht ausgestanden. Und jetzt ist der Fred vorne jetzt vorbei. Fred, so dumm geführt. Er ist vorbei. Ob das. Ja. Wir sind im Replay. Ich vermute mal wieder oben auf den Sprung, wo der René einen Fehler gemacht hat. Ja, so ist es. Ne, nicht geil, halt auch, genau. Direkt spät folgen, aber ja. Zu spät gebremst, ja. Oder spät folgen, ja, genau. So, gehen wir wieder live. Ja. Oh, Mensch! Beide Scheinwerfer aus. Das ist ja auch selten. Der fährt blind. Ja, das ist aber der Michel Würz. Ja, da muss es heftig gecrashed sein. Tom Krüger gerade eben vorbei an Enrico Herzi, Enrico Herzi wieder vorbei an Tom Krüger. Deshalb mal gucken, was die hier treiben, die beiden. Lassen wir uns Sausen auf der 8, Stefan Bäumer auf der 9, Kevin Rom auf der 10. Da fühlt er sich, glaube ich, ganz wohl auf der 10. Position. Steffen Strebler auf der 11, auf der 12 Lars Borkowski, auf der 13 Kurt Mildenberger, Mario Schili. Ja, mit was auch immer für ein Auto, der hier fährt. Ach nee, das, dem fehlt nur eins. Ah, hier. Und Edgar. Edgar. Und Edgar, der hat aber noch beide Scheinwerfer. Aber hier, Pierre Würz, Platz 16. Genau. Ist das jetzt aerodynamisch vorteilhaft, wenn das Fahrzeug geleitet wird? Der Porsche hat ja einen Kühler vorne. Also von daher ist ganz praktisch. So, Fred Dunkel nach wie vor vorne und die sind jetzt auch gleich am Überrunden. Das hat man auch selten zu einem frühen Zeitpunkt. Aber der René ist jetzt richtig dran und muss jetzt schon rausziehen, weil er Überschuss hat. Ja, und so wie er auf der Bremse ist, würde ich mal vermuten, jo, da macht er direkt auf der Bremse nochmal richtig Boden gut. Allerdings am Ausgang dann nicht mehr ganz so, aber das nützt ja nichts, das kennt ja der Fred schon. Und der René wird jetzt schwitzen, wenn der Fred wieder so eng hinter ihm herfährt. Ja, ja, ja. Definitiv. Ja, und ein bisschen sich da so unbeobachtet rangerobbt hat, ist der Dennis, ne? Der jetzt irgendwie im Heck jetzt vom Fred fährt. Das ist eine schöne Dreiergruppe hier, die hier ums Podest treiben. Oh Mann! Herzig! Wieder mit der weiten Linie, weil er da wieder irgendwie arbeitet, mal konnte den Position noch halten. Herzig Kuppe oder sowas, das wäre doch mal fast ein Name. Genau. Herzsprung. Der ist noch besser. Ja. Der Christian Rückert jetzt wieder aus der Verfolgung. Maxi Volta im Schlepptau. Oh, und der Angriff hier vom Dennis. Uiuiui. Ob das gewollt war oder einfach nur Verzweiflungsausweichmanöver? Naja, auf alle Fälle würde es dem René helfen, wenn der Dennis den Fred ein bisschen beschäftigt. Aber gut, so, jetzt hier, das ist dann die Situation und da ist momentan Fred zu weit weg. Aber jetzt haben wir es doch endlich mal wieder. Die ersten drei innerhalb von einer Sekunde.
Das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Das ist doch das, was wir kennen. Genau. So. Bild mit alternativer Linienwahl. Ist minus 0. Nach 18 Runden im ersten Lauf haben sie das jetzt mit dem Sprunghügel einigermaßen raus. Ich weiß ja nicht, wie die Herrschaften trainieren, ob die dann auch Longruns fahren, also ganze Stints fahren oder nicht. Ja, da gibt es die Truppe, allerdings kommen da drei, das muss er, ja, bedenkt er auch. Ja. Sehr aufmerksam. Das ist der Fritte wieder richtig dran. Das ist immer spannend, wenn man der als zweite Position fährt, ist schneller als der als erster fährt. Kleiner Befreiungsschlag hier, das wollen wir mal hoffen, wenn das hier alles passt. Ja, das sieht gut aus. Da ist er jetzt deutlich besser weggekommen, weil nicht so doll auf den Körper gefahren wie der Fred eben. Da kam jetzt sehr weit raus. Ich weiß nicht, ob das Speed kostet. Nee, das reicht definitiv nicht. Ja, Christian kommt auch immer näher. Gleich haben wir eine schöne Vierergruppe. Sauberer Herzsprung. Herzrhythmusstörung könnte man auch sagen. Ja, aber Herzsprung gefällt mir wirklich gut. Dennis hat gerade schon wieder. Entschuldige, Dennis hat gerade schon wieder ein bisschen zu viel in Rückspiegel geschaut, ein bisschen durch die Wiese gefahren. Christian ist sofort wieder näher rangekommen. Ah, der Fred macht wieder. Ui, jetzt gleich nicht mehr. Oh, guck dir das an. Ja, hat's aber gepasst. Also, er fährt noch. Jo, René auch sehr weit raus. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nicht vielleicht der Ticken war. Nee, reicht. Reicht. Eben spät auf der Bremse, aber alle beide. Beide 37er Zeiten gefahren, Dennis eine 38,1, ist dann Umwelt mit der 37,3. Also die vier da vorne auch mit Abstand die schnellsten. Jetzt sind wir noch einigermaßen mithalten kann, jetzt Maxi Wolter. Der ist aber unter 5. Ja. Macht ihr den Fred hier an? Ja, das ist natürlich blöd, wenn man in so einer Kurve erstmal eine andere Linie wählt, weil irgendwann ist man dann nicht mehr auf der Ideallinie. Jetzt ist er etwas heftig über die Körbse gekommen, der René. Und jetzt muss er hier ganz eng über den Körb gehen. Und das könnte jetzt wirklich... Ich glaube, Fred musste kurz vom Gas. Ja, er musste auf jeden Fall eine andere Linie wählen. Das kann sich aber am Ende auszahlen, weil er ein bisschen früher aufs Gas gehen konnte. Ja, René geht nach innen. René geht nach innen, weil er weiß, er kann einen Ticken später bremsen und bleibt auch vorne. Ja. Und im Hintergrund Christian gegen Dennis...
Das wird nicht allzu viel ausmachen. Der Christian ist vorbei. Ah. Wild. Wild. Der macht sie direkt doppelt breit, ja. Ich stell mal auch schon mal quer vor dich. Na, ich glaube, da gab es schon einen kleinen Stupser. Bin mir nicht sicher, aber es sah ganz so aus. Upsala, jetzt passt es. Oder? Immer wieder? Noch nicht? Nee. Wenn nee, macht die Linie hier zu und Dunkel kann da nicht überholen. Geht nicht. Oh, ist doch perfekt. Jetzt die Vierergruppe hier innerhalb von 1,1 Sekunde jetzt. Kann raus. Der Maxi hechelt so ein bisschen hinterher. Weil obwohl hier so unglaublich eng zusammen und wirklich eigentlich gefahren ist, unglaublich viel Zeit. Das kommt noch dazu. Ja. Jetzt geht er rüber, aber das ist auch nur wieder psychologische Wirkung. Allerdings bei Herz, ich glaube, ja, nicht sonderlich erfolgreich sein wird. Kein Herzsprung auslöst, nein. Nee. Aber jetzt hat es echt gepackt, das Rennfieber. Also auch Drunker hat das jetzt so im Griff. Da können wir uns jetzt einigermaßen drauf verlassen. Das ist ein Wahnsinn. Immer mal in das Cockpit von Christian Rückert. Oh, da hat er einen logischen Platz. Aber sowas von. Schafft es nicht, sich daneben zu fahren. Ja, was sollen sie nur machen hier? Ich schaue gerade immer so ein bisschen das Feld, im ersten Lauf sehr viel aus dem hinteren Feld gezeigt. Dieses Mal lohnt sich das noch nicht so wirklich. Wir haben keine wirklich engen Duelle im hinteren Feld. Deshalb können wir mal ganz entspannt hier vorne bei den ersten Vieren bleiben. Weil viel enger geht's nicht. Nee. Stefan Bollmer mal auf den siebten Platz, mal wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Auch Tom Krüger auf 8. Also eventuell fährt es der Mario Schigi an den Türmen Tom Krüger ran. So, jetzt wird's aber hier richtig heavy. Jetzt wird's aber ganz heavy, weil jetzt greift Rückert an. Versucht sich hier den Dunkel zu greifen. Klappt hier noch nicht. Hätte aber beinahe. Sah irgendwie aus, als wollte der Fred sich den Relais zurechtlegen, eine andere Linie fahren. Oh! Der Christian hat dann direkt da rein. Was macht er denn da? Ja, Wahnsinn! Ich glaube, da hat er sich jetzt ein bisschen vertan, der Christian. Da hat er jetzt die Lücke gesehen, wo sie nicht mehr war, oder hat er einfach zu viel Speed gebremst. Das ist man gerade noch so gut gegangen, aber das kann er ja tatsächlich. Der hat ja da immer ein Glück, das ist ja unglaublich. Die einen sagen Glück, die anderen sagen können. Naja. So,
das so herrlich. Ich meine, wir sind in der 12. Runde und die ersten vier fahren immer noch innerhalb von einer Sekunde. So wollen wir das so sehen.